Willkommen zu einem neuen Vivi-Video und heute geht es um die Frage, was ist denn eigentlich das Viviverse? Ich werde das mal für dich da draußen ganz klar aufschlüsseln, das heißt, was für eine Idee steckt dahinter, was könnte man auf jeden Fall in Zukunft auch dort machen und was ist auf jeden Fall bis jetzt geplant. Deswegen bleib jetzt auf jeden Fall dran und schau dir das Video definitiv bis zum Ende an. Es sind wirklich sehr viele spannende Informationen mit dabei und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Das Viviverse ist das Metaverse des Startups Vivi. Hier können Digital Collector zusammentreffen und in ihrer eigenen digitalen Welt, ihren eigenen Showroom bzw. ihre eigene Welt gegenseitig sich zeigen und auch selber kreieren. Es schafft außerdem eine einzigartige Erfahrung aus technischer und auch grafischer Komponente, weil unter anderem du hier auch sehr viele interessante Möglichkeiten hast auf technischer Ebene, auf die ich später nochmal eingehen werde. Außerdem ist nicht nur die Grafik wie auch die Technik einzigartig natürlich, sondern auch die Collectibles, die du dort verwenden kannst, von unterschiedlichen Brands wie Disney, Marvel, aber auch vielen kleineren Künstlern wie zum Beispiel Ron English und damit dir deinen wirklich einzigartigen Showroom kreieren kannst und dich damit von jedem anderen Showroom abheben kannst, weil du entscheiden kannst, wie dein Showroom aussieht. Du kannst dich außerdem im Viviverse mit deinen Freunden treffen und zum Beispiel, wie gesagt, dein eigenes Zuhause einrichten. Außerdem könnt ihr dort zum Beispiel zusammen Filme schauen und wahrscheinlich auch in Zukunft Konzerte digital besuchen mit einer Virtual Reality Brille oder zum Beispiel über den PC. Im Groben möchte man eigentlich mit diesem Viviverse unter anderem natürlich auch die soziale Interaktion im digitalen Space vorantreiben. Unter anderem gilt natürlich aber auch das Ziel, hier mit seinen digitalen Collectibles ein eigenes Haus sich einzurichten, dass sie nicht einfach nur auf einer Wallet liegen und dort vor sich hingammeln, sondern dass man damit auch wirklich etwas aktiv gestalten kann, in dem Fall hier sein eigenes digitales Zuhause. Wenn man außerdem ein bestimmter Sammler von bestimmten Mints ist oder von bestimmten Collectibles, kann man natürlich auch seine eigene Ausstellung bieten, wo man dann zum Beispiel andere Leute einladen kann und sich dann im Prinzip jeder diese Ausstellung anschauen kann und begeistert auf jeden Fall hier besondere Mints oder auch zum Beispiel Collectibles sich anschauen kann. Was meiner Meinung nach übrigens eine sehr coole Sache ist, du kannst natürlich auch Freunde einladen, um dein Haus zu gestalten. Das ist ein bisschen wie in Minecraft, wo du dann im Prinzip Leute in deine Welt einladen kannst, dass ihr zum Beispiel was zusammen kreieren könnt. Und beim Viviverse hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, sein Haus wirklich individuell zu gestalten. Also dementsprechend auf jeden Fall etwas sehr, sehr Interessantes für den einen oder anderen. Das Besondere übrigens auch an diesem Metaverse bzw. am Viviverse ist, dass du sozusagen Plugins hinzufügen kannst. Das heißt, Erweiterungen programmieren kannst und diese dann in das Viviverse einfügen kannst. Das ist an dieser Stelle ein riesiger Vorteil, denn zum Beispiel auch das Spiel Minecraft hatte diese Funktion und das hat dazu geführt, dass bis heute Leute diese Plugins bzw. Erweiterungen kreieren, womit man das Spiel sozusagen exponentiell erweitern kann mit neuen Features oder neuen Funktionen und so weiter und so fort oder zum Beispiel Special Effects oder zum Beispiel wie Dinge aussehen. Da ist also ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz großer Faktor, der dem Viviverse auf jeden Fall sehr, sehr gut tun wird, denn man sieht es tatsächlich auch am Spiel Minecraft. Bis heute hat es sich tatsächlich ziemlich gut gehalten und es spielen bis heute mehrere tausend oder Millionen Leute das Ganze täglich, was meiner Meinung nach schon eine hohe Aussagekraft ist und ohne diese Plugins oder Erweiterungen wäre tatsächlich Minecraft auch nicht das geworden, was es ist. Ein weiterer riesiger Vorteil des Viviverse ist unter anderem, dass du importieren kannst, dass du andere NFTs, zum Beispiel von Ethereum, Polygon, in das Viviverse importieren kannst. Und sollte das Viviverse deutlich besser performen als viele andere Metaversen bis jetzt da draußen, sollte das natürlich auch für viele Leute hier ein Anreiz sein, in das Viviverse zu kommen und dementsprechend hier natürlich auch auf die Apps selbst zu kommen. Unter anderem kannst du dort auch, wie gesagt, deine NFTs dann auch ganz normal verwenden und dementsprechend hast du im Prinzip auch den einen Freiraum. Du kannst unter anderem deine Ethereum-NFTs in deinem Showroom haben, beziehungsweise in deinem Viviverse und du kannst natürlich auch deine Vivi-Collectibles damit kombinieren, was meiner Meinung nach hier wirklich einen sehr, sehr großen Freiraum schafft für jeden User, egal ob man auf Ethereum nur ist oder zum Beispiel ob man beides sammelt, also Vivi-Collectibles und dann zum Beispiel auf Ethereum bzw. Polygon. Ein weiteres sehr interessantes Feature sind die Brandwelten, das heißt von zum Beispiel Marvel, Disney und vielen anderen Lizenzgebern, die ihre eigene Welt kreieren können bzw. ihren eigenen Showroom und wo dann sozusagen Leute auch das Ganze besuchen können. Das könnte in Zukunft tatsächlich für digitale Veranstaltungen zum Beispiel genutzt werden oder für Giveaways oder zum Beispiel Premieren von Filmen
und so weiter und so fort. Also dort gibt es auf jeden Fall eine Menge Spielraum, wie Marvel oder auch andere Lizenzgeber das nutzen können. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist leider nicht wirklich bekannt, wofür diese Showrooms genutzt werden können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wie gesagt, der Punkt auf jeden Fall Präsentationen oder auch zum Beispiel Ausstellungen hier ein Part dieser Welten sein können. Da das Vibiverse erst jetzt Ende 2023 mehr oder weniger wirklich auch an den Start geht mit der ersten Beta-Phase, ist natürlich schwer abzuschätzen, was noch alles kommen wird. Was auf jeden Fall bekannt ist und was auch mehrmals angesprochen wurde, dass auf jeden Fall eine Planung ist, Konzerte unter anderem auch im Vibiverse zu machen. Und dazu werden wahrscheinlich nicht irgendwelche Kleinkünstler zählen, sondern wahrscheinlich mit unter anderem einer der größten Künstler, die wir so in der Welt haben, zum Beispiel Drake. Wir werden auf jeden Fall sehen, was da auf uns zukommt, aber ich bin auf jeden Fall sehr überzeugt, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben Dan, der CEO, und David Yu, der CEO, bis jetzt auch natürlich nicht alles preisgegeben, was wirklich auch im Vibiverse kommen wird. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall hier gespannt halten, was da noch kommen wird. Wann das Vibiverse dann wirklich für jeden verfügbar ist, kann man wirklich zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen. Sollten jetzt die Beta-Phasen relativ glatt laufen und es relativ wenig Fehler geben, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir gegen Ende 2023, das heißt im Dezember, auch das Ganze für alle public haben. Sollten wir jetzt aber in der Beta-Phase große Fehler im Vibiverse sehen, dann wird es wahrscheinlich eher auf April bzw. Mai hinauslaufen, 2024, denn dann wird es auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, bis dann auch die Beta-Phasen komplett ausgerollt sind und dann auch wirklich alle Leute in das Vibiverse kommen. Aber bis dahin ist auf jeden Fall noch ein kleiner Weg zu laufen, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich näher als auf jeden Fall die letzten Jahre. Wir sehen jetzt, wie gesagt, schon die ersten Beta-Phasen. Das ist erstmal sehr, sehr gut und jetzt muss man schauen, wie das Ganze vorangeht. Das war es an dieser Stelle mit dem Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat und du in Zukunft noch mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dahin, der Captain. Ciao, ciao.